Ja, der von Fabamos ganzen Match lang hinten nachgelaufen an einem Rückstand. Und am Schluss längt es gleich. Gratulieren ganz herzlich. Ja, merci vielmals. Ich denke, in erster Linie müssen wir Jean-Pierre und der ganzen Mannschaft danken sagen. Das war eine riesige Willensleistung, eine Mannschaftsleistung, die am Schluss verdient ist. Ich denke, ja, wir sind zweimal unglücklich in Rückstand geraten. Da bin ich auch nicht ganz unschuldig. Und ja, ich bin natürlich sehr dankbar, dass wir den Match am Schluss noch gedreht haben, klar. Eine Willensleistung, aber auch eine Arbeitssieg. Es hat wirklich volle 90 Minuten Bütz gebraucht und ein Jean-Pierre und Samé in bestechender Form, die drei Öfen macht. Ja, das ist klar, das braucht es immer. Auch wenn der Match vermeintlich einfach ist, müssen wir 90 Minuten lang dranbleiben und immer alles geben. Heute mit dem Spielverlauf war es sicher unglücklich. Wäre nicht nötig gewesen, dass wir zweimal in Rückstand gehen. Aber da sieht man einfach, was möglich ist. Was möglich ist, wenn wir uns selber pushen, wenn wir uns selber motivieren, dass wir eine extrem geile Truppe zusammen haben. Ist es schon jetzt wichtig gewesen, vorzulegen, im ersten Match nach dem Restart, für so einen Lauf ins Leben zu rufen und allen zu zeigen, dass man wirklich parat ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir wollten zeigen, dass wir parat sind, dass wir da sind ab dem ersten Match und dass wir sicher Ambitionen haben, für ganz oben mitspielen. Wie war die Stimmung? Sag mal dazu noch etwas. Es ist wirklich ein leeres Stadion. Also, so viele Leute sieht man selten hier. Und gleich haben deine Kollegen auf der Tribüne schon ein bisschen Stimmung gemacht. Ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach etwas gefällt. Und das ist einfach der grösste Teil, der hier meistens einfach überragend ist. Oder eigentlich immer überragend ist hier im Wankdorf, ist einfach die Fans. Die Stimmung tut brutal weh. Ja, es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn 30'000 jubeln bei einem Goal oder wenn der Match dreht ist und so ein paar hundert jubeln, ist nicht das Gleiche. Ich würde es natürlich viel lieber teilen, aber ich hoffe natürlich, dass viele IB-Fans zu Hause gejubelt haben. Die drei Punkte trösten sicher ein bisschen, nehme ich mal an. Spannende Szene nach dem Match, nach dem Abpfiff, hat er sich da versammelt im 16er vor der Ostkurve, vor den Fans eigentlich. Und niemand hat gesagt, hinsetzen. Das ist schon auch etwas, was wirklich, wirklich fehlt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schlussendlich etwas, was auch dazugehört. Für uns nach so einem Sieg mit den Fans feiern, das ist etwas vom Geilsten. Hey, wenn du drei Punkte so eingefahren hast, das gibt dir so viel zurück. Und, ich glaube, den Fans gefällt es auch, sonst würden sie nicht machen. Und, ja, für uns ist das eigentlich der schönste Lohn nach dem Match direkt mit den Fans dürfen feiern. Und ich hoffe natürlich, dass wir das so gleich wie möglich nachholen können. Gut, also merci vielmals, gratulieren zum Sieg und zum Wiedererlangen vor der Tabellenspitze. Merci vielmals, danke.